In der Literatur gibt es eine Geschichte von Mr. A und Mr. B, um das Thema Modellvergleich ein bisschen zu motivieren. Stellen Sie sich mal ganz allgemein Folgendes vor. Sie haben irgendein Experiment, eine Stichprobe erheben Sie und die liefert Daten D. Und es gibt zwei Statistiker, Mr. A und Mr. B. Also in dieser Geschichte sind es Herren, aber es könnten genauso gut auch Mrs. A und Mrs. B sein. Und die stellen jeweils eine Theorie auf, ein statistisches Modell, um diese Daten zu beschreiben, um die zu erklären. Diese beiden Modelle, die unterscheiden sich insbesondere auch durch die Anzahl der Parameter in diesem Modell. Denken Sie an die Gaußverteilung, die wir jetzt oft besprochen haben. Die Gaußverteilung, die enthält zwei Parameter, μ und Sigma. Mr. A hat jetzt ein ganz besonders einfaches Modell. Dieses Modell enthält keinen frei wählbaren Parameter. Das kann auch eine Gaußverteilung sein, wo einfach von vornherein μ und Sigma fix sind, also wo es keine Möglichkeit gibt, die Parameter den Daten anzupassen, also aufgrund der Daten diese Parameter zu schätzen. Das ist da nicht erlaubt, sondern es ist einfach von vornherein fix. Ja, auch das zählt als ein Modell ohne frei wählbare Parameter. Mr. B hingegen hat ein Modell mit einem frei wählbaren Parameter, den er also auf der Grundlage der Stichprobe schätzen und optimieren kann, sodass sein Modell möglichst gut mit den Daten übereinstimmt. Ich zeige Ihnen mal so schematisch ein Beispiel. Ja. Sie haben jetzt hier Daten, ja, angedeutet durch diese Kreuze. Und Mr. A beschreibt diese Daten mit einer Gauss-Kurve. Das ist diese rote Kurve. Das Modell von Mr. A, also diese Gauss-Kurve, die hat ein von vornherein festgelegtes Zentrum. Dieser Mittelpunkt, der ist fix und Mr. A hat keine Möglichkeit, dieses Zentrum den Daten anzupassen. Also kein frei wählbarer Parameter. Mr. B hingegen beschreibt die Daten ebenfalls mit einer Gauss-Kurve, aber Mr. B hat diese zusätzliche Flexibilität. Mr. B darf das Zentrum der Verteilung anpassen, darf aufgrund der Daten die Lage des Zentrums schätzen und so die Übereinstimmung der Gauss-Kurve mit den Daten optimieren. Die Frage ist: Ist das Modell von Mr. B deswegen besser? Oder allgemeiner gesprochen, ist ein Modell, das die Daten genauer beschreibt, immer zwingend besser? Es erscheint jetzt vielleicht eine etwas überraschende Frage, denn intuitiv würde man ja denken, je genauer ein Modell die Daten beschreibt, umso besser muss es ja sein. Aber ich will Ihnen mal ein Extrembeispiel zeigen, das illustrieren soll, dass genauer nicht immer besser ist. Stellen Sie sich jetzt in diesem Fall mal diese Datenpunkte vor. Und das erinnert so ein bisschen an unser letztes Thema der linearen Regression. So wie die Punkte da liegen, könnte man versucht sein, oder liegt es nahe, zu sagen, ah, das habe ich zwei Variablen und die sind ungefähr linear, da gibt es eine Korrelation und die sind ungefähr linear miteinander verknüpft. Ich lege da eine Regressionsgerade hindurch und das ist mein Modell A. Wir haben das letzte Woche ausführlich besprochen und jetzt in der Übung auch. Diese Regressionsgerade, diese Anpassungsgerade, die enthält zwei frei wählbare Parameter, nämlich die Steigung und das Absolutglied.
Und die kann ich schätzen aufgrund der Daten. Und zwar so, dass ich eine möglichst gute Übereinstimmung habe dieses linearen Modells, dieser Anpassungsgraden mit den Daten. Jetzt könnte Mr. B sagen, ich habe noch eine bessere Beschreibung der Daten. Ich lege einfach eine Kurve durch alle Punkte. Also man kann sich ja irgendwie ein Polynom fünften Grades oder so, enthält ja ganz viele Parameter und die kann man dann so feintunen, dass dieses Polynom fünften Grades exakt durch alle Punkte geht. Und damit wäre die Übereinstimmung mit den Daten perfekt. Die Frage ist nur, ist das Modell von B deswegen wirklich besser? Denn dieses Modell von B, das hat zwar jetzt eine perfekte Übereinstimmung mit den Daten, aber irgendwie erklärt es auch nichts. Also, das enthält so viele frei wählbare Parameter, ja, also im Extremfall so viele frei wählbare Parameter, wie ich Datenpunkte habe. Und dann kann ich natürlich diese vielen Parameter immer so tunen, dass es exakt übereinstimmt mit den Datenpunkten. Aber das erklärt dann nichts mehr. Ja, also dieser lineare Zusammenhang, das ist eine schön einfache Erklärung für diese Daten. Da lerne ich etwas über den Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen x und y. Bei dem Modell von B, da lerne ich nichts wirklich. Ja. Deswegen ist hier der Einwand gegen das Modell B, es hat eigentlich überhaupt keinen Erklärungswert. Ja, es passt perfekt zu den Daten, aber es erklärt nichts. Deswegen ist es zwar auf der einen Seite gut, wenn ein Modell die Daten besser beschreibt, aber auf der anderen Seite darf es auch nicht zu kompliziert werden. Es darf nicht so viele frei wählbare Parameter enthalten, dass es am Ende gar nichts mehr erklärt. Und das ist eine Abwägung, die wir treffen müssen. Ja, also es kann sein, dass jetzt ein ganz einfaches Modell einfach zu schlecht ist. Die Abweichungen von den Daten, die sind zu groß. Ich muss noch mehr Parameter einführen, um eine einigermaßen gute Übereinstimmung mit den Daten zu bekommen. Aber ich darf es auch nicht übertreiben. Sonst lande ich hier in dem Szenario B, wo mein Modell zwar perfekt passt, aber nichts mehr erklärt. Irgendwo dazwischen liegt ein Optimum. Und dieses Optimum möchten wir finden. Ja? Und wir wollen uns jetzt mal im Folgenden konkret auf die Frage konzentrieren, wenn wir jetzt zwei Modelle zur Auswahl haben, A und B. Eines mit weniger Parametern und eines mit mehr Parametern. Das eine genauer, das andere etwas weniger genau. Welches Modell ist besser? Ja, das ist die Kernfrage unseres Themas Modelle vergleichen, Modellvergleich. Und im nächsten Schritt möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man dieses Thema nicht nur intuitiv, sondern auch quantitativ mathematisch angehen kann, wie man das systematisch angehen kann.